Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei uns jetzt direkt vor dem Trocadero. Und jetzt kommen Sie doch einfach mal mit zu unserer neuen Show Animagus. Die ersten Gäste sind schon da und wir gucken mal bei uns im Foyer. Dieses Jahr ist es sehr mystisch gehalten, sehr dunkel gehalten, weil wir gerne so ein bisschen in die Welt von Animagus eintreten wollen. Animagus, ja, die Verbindung zwischen Animal, strich den Tier, und dem Magier, die Verbindung zwischen einem Tiger und einem Magier. Hereinspaziert. Kommen wir jetzt direkt zu uns ins Zentrum unseres Theaters, durch einen dunklen Wald mit kleinen Sternen. Und hier die neue Show von Animagus. Also jetzt kommt gerade so der Zwischengang und der Zwischengang ist, jetzt muss ich gucken, weil das so vielerlei ist, ist einmal eine Ricotta-Ravioli, eine Trüffelnudel, Mozzarella Panzerotti, Schokoladen-Agnellotti, Paprika-Jus, Basilikumschaum. Also ganz vielschichtig dieses Jahr. Wir haben uns echt angestrengt, wieder was Neues zu bringen und halt auch ein Augenschmaus. Wie man sieht, die Teller sind ganz, ganz bunt, wie die Show in diesem Jahr. Und so soll es eigentlich auch in der Küche sein. Und viele Geschmäcker. Und wenn man Nudeln kennt, kennt man ja die Klassiker. Aber wir wollen ja dieses Jahr verwandeln. Heißt, man hat mit jeder Nudel einen komplett anderen Geschmack. Wir haben die Perlenhochzeit gefeiert. Das ist 30 Jahre mit Zusammenleben und so zusammenleben, dass man sagt, ja, und ich brauche mein tägliches Feindbild. Also Sie halten es noch ganz gut miteinander aus. Wir leben im Moment auf dem Höhepunkt unserer Beziehung. Das machen nicht nur 30 Rote Rosen, sondern Dorit hat gearbeitet. Sie war mit Herbert Köfer, mit Ingeborg Krabbe auf Tournee. Bin noch auf Tournee. Und ich war auf Teneriffa und habe diese Salzwasserperle, die ich ihr noch geschenkt habe, selber getaucht. Das ist das Geschenk. Diese hat sie noch gar nicht gesehen. Mit unserem Familien-B hat sie das bekommen, weil Dorit so fleißig ist. Und die hat mehr als 30 Rote Rosen verdient. Ich auch so. Das ist ein tolles Vibe. Und heute bei Sarasani gefeiert und sogar hier noch die Blumen bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von der Show sehr begeistert. Also ein paar ganz neue Elemente, also die Sache mit dem Laserstrahl und tolle Leute. Also ich meine, wer einen goldenen Clown bekommt in Monaco, das ist, höher geht's nicht. Als Mama, dass er mal wieder etwas ganz Großartiges auf die Beine gestellt hat und dass ich sehr stolz bin auf ihn und sehr viel Freude habe. Und das ist eben, es ist nicht so einfach. Man muss immer etwas Neues erfinden und jedes Jahr muss was anderes sein. Und man muss es immer noch mehr toppen.